Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ganz woanders. Ihr seht mich nicht im normalen Studio, sondern draußen und nicht allein. Ich habe zwei Gäste dabei. Den guten Herrn werden die meisten von euch hoffentlich kennen. Wir haben schon ein paar Mal gesprochen. Nico, schön, dass du hier bist. Heute fußballerisch. Ja, ich bin ja hier zu Gast, eher in Leverkusen. Deswegen auch mal hier mit einem schönen Trikot, um den Leuten zu zeigen, was man denn wirklich trägt. Und noch einen zweiten Gast, den Alex. Magst du dich auch einmal vorstellen? Hi, ich bin Alex von MKS und freue mich, heute dabei zu sein. Zack. Und wir sind nicht nur hier, um ein bisschen zu kicken, sondern wir haben auch noch was dabei zum Verlosen. Und zwar ein nagelneues Deutschland-Trikot. Die Jungs haben ja super performt. Das könnt ihr gewinnen, wenn ihr meinem Kanal folgt, wenn ihr dem neuen Kanal vom Kollegen Nico folgt, Nico Ball und Kanal Imperium. Und dann haben wir noch einen Instagram-Account in der Beschreibung verlinkt vom Kollegen. Hossein Madani. Gerne reinfolgen. Zur Verfügung gestellt, deswegen. Deswegen da mal reinfolgen und um mir irgendwie das gewinnen zu können, wie gesagt, allen folgen und schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint, wer wird der beste Spieler bei DM sein und dahinter euer Instagram-Namen, damit ich euch dann auch finden kann. Und ich würde sagen, jetzt seht ihr mal, was für ein Feingefühl der Innenverteidiger hat. Ihr wisst es ja, viele kennen ja noch die alten Videos, hoffentlich. Ich habe immer grandios gespielt. Dann kam der Kreuzer, davor war es schlecht, danach war es noch nicht besser und... Ohne Verletzung wäre national, oder? Nationalteam. Ohne Verletzung? Das ist so Kategorie. Nee. Wir sind heute alle drei Kategorien. Wenn das Knie gehalten wird, damals. Dann versteht ihr. Wären wir Legenden. Ja. Wisst ihr noch damals auf dem Wolfsblatt? Ich war die 10. Auf geht's! Wir fangen jetzt an mit Lattenschießen. Das ist der Klassiker. Wir haben einmal hier den Fußballliebe, heißt der, glaube ich, der Kollege, der brandneue M-Ball. Habe ich ja in meinem Stream auch schon ausgepackt. Wir haben hier, das sind, weiß nicht, sagen wir mal, gute 11 Meter Lattenschießen. Es ist simpel. Gegen den Ball kicken, der soll an die Latte gehen. Mehr muss man nicht sagen. Ich fange an, dann Kollege Nico, dann Alex. Und dann können wir eigentlich auch... Boah. Viel Glück, Junge. Viel Glück, viel Erfolg, Männer, ne, in die Runde. Da hat er kurz Kind rausgekommen. Oh! Und, boah. Der sah gut aus. Die Kurve war nicht schlecht. Aber der war nicht drin. Das ist ja, nicht gut genug. Ja. Ich habe hier aber auch auf dem Platz den einen oder anderen Scout schon gesehen. Ja? Also ja, die waren hier. Man sieht hier da hinten, da haben sie sich alle hingeholt. Wird viel gescoutet, ja. Oh, Nico. War nicht gut, no good. Habe ich ihn geschliffen gehört? Ich weiß es nicht. Übrigens an der Stelle, wenn ihr wissen wollt, was das mit dem kleinen Netzchen da im Tor auf sich hat, müsst ihr mal bei Imperium vorbeigucken. So sieht's aus. Boah. Kameramann, kurz umgenockt. Versuchen wir mal die Latte. Boah, dreimal Flaute, ey. Echt, das ist ja die schlechteste Runde davon, ne? Sonst haben wir eigentlich immer mindestens einmal getroffen, auch am Anfang schon. Ja, ne? Ja. Aber es wird mit der Zeit, wird nicht besser, ne? Ich bin ein bisschen nervös wegen seinem Kanal. Oh. So sage ich, dass ich die schlechteste Schüsse jetzt verliere. Ja. Ich habe sonst performt, wirklich, ich richtig. Ich sage euch, ihr habt alle da. Hört schon gerne die Latte. Ja, mach doch. Schieß, kann ja, schieß gegen die Latte einfach jetzt. Und das ist er. Und das war ein sauberer. Das war ein richtig, der war richtig schön. Auch mal hier verdient. Einmal ein High Five. Hammer, Junge. Das war echt nicht schlecht. Oh, der war aber knapp. Der war knapp. Der hat gesehen, wie das gesunken hat. Tja. Punkt, genau. Ja, sauber. Man kennt mich nicht nur als Innenverteidiger, auch als, als Strippenzieher im Zentrum, als Denker. Nee, das jetzt mit einem Breno-Schuss abfackeln. Oh. Oh. Das war schlecht. Schlechteste Runde von mir mit Abstand. Mein Dritter, ne? Ja. Ja, aber du hast ja bei den anderen hast du ja immer gesagt. Tja. Ach, boah. Du lässt uns einfach auch vielleicht vor, weißt du? Ja, das vielleicht muss man einfach als guter Gastgeber auch die Gäste scheinen lassen, ne? Genau, genau. Damit sie auch gern wiederkommen und so weiter. Ja. Soll ich auch mit Wucht? Mach mal. Ja, okay. Aber hoch am besten, nicht flach wie ich, das war nicht gut. Flach nicht gut. Ich versuch's. Aber wäre schon geil, wenn du so volle Pulle und dann so zurück, genau hier. Aber das ist gut geflogen, oder? 1-0. Jetzt kommt zweite Challenge. Tja, zweite Challenge. Erste war nicht gut, also war auch meine schwächste Performance bisher beim, beim Landschießen, aber... Aber ja, war die andere Challenge zu seiner Verteidigung. Eigentlich war besser. Auf den nächste Challenge, diesmal ist es, haben wir hier ein kleines Viereck aufgebaut. Das Ziel ist es, dass wir den Ball gegen diesen Rebounder werfen und den so annehmen, im Optimalfall, dass er halt drin bleibt. Bleibt er drin, hat man einen Punkt. Die Regeln sind, glaube ich, ganz simpel. Dreimal, man kann drei Punkte machen. Der gewinnt die Challenge. Soll ich mal direkt vorlegen? Ja, machen wir. Das war dein erster. Der ist raus. Das war der erste. Zweiter Versuch. Es muss besser werden. Es muss jetzt besser werden. Das wird jetzt wieder, komm. Du kannst das. Boah.
Aber das ist außerhalb. Das war knapp, aber... Lass die Zuschauer entscheiden, oder? Ja, ist außerhalb. Ja, aber das ist, ich würde sagen, das war außerhalb. Ja, müssen wir letzter Versuch richten. Den holst du jetzt, komm! Boah. Ah. Fuck, aber die Technik war jetzt ja... Ja, ja, das Gefühl war gut. Ja. Schade, wieder nicht performt. Den hast du da so. Und so muss das aussehen. Und der ist sauber, ja, der ist drin. Danke. Boah. Und so habe ich es mir auch vorgestellt bei mir. Ah, der ist out. Der ist raus. Boah, kannte ich auch. Ah, da war der Fuss im Weg. Schade. Naja, immerhin ein. Das schade. Ist ey, aber auf den ersten viel, viel mehr als ich. Auf den ersten baue ich auf. Glaub an doch, dich. Push dich, Junge. Du bist doch dieser Real Nico. Nico Ball. Auch. Ich bin nicht. Oh, Entschuldigung, Nico Ball. Tja, der war's nicht. Der war richtig scheiße. Hey, die Challenge ist geil. Die Challenge ist echt geil. Ja. Oh! Ah, knapp. Ich glaube, der ist auch raus. Ja. Letzter, komm. Ein für die Ehre. Komm, mach ihn. Ja! Nein. Oh. Oder? Doch, ja. Der ist eher drinne. Der ist drinne. Kann man sagen. Guck mal, hier bin ich draufgetreten. Der ist eigentlich ja. Ein Tick so. Drin. Ist drinne, das passt. Ja. Stark. Punkt. Glückwunsch, Männers. Das war... Sehr gut. Oh. Drauf, er wollte uns probieren, hast du ja. Das gesehen? Ja. Können wir einmal so machen, so? Sauber. Und du auch da? Das ist schon cool. Voll uncool. Das ist schon ein bisschen falsch, aber... So. Kennt ihr das, wenn das so unangenehm wird? Das reicht. Verdammt. Nächste Challenge, letzte Challenge. Das ist eigentlich was, worin ich aufgehen muss. Wir spielen mehr oder weniger Fußball-Golf. Es ist viel den Ball langschlagen, rumpölen. Von dem Tor da hinten müssen wir wieder in unser Tor hier vorne hinkommen. Es ist ganz simpel. Ein und euch dahinter hauen und auf geht's. Es ist simpel, wir stehen hier hinterm Tor. Müssen da hinten in das Tor zurück. Der Ball wird einfach volle Power, also meine Taktik, volle Power gegen so einen Ball treten. So wenig Kontakte wie möglich. Genau. Das ist das Ziel. 1, 2, 0. Zero. Oh. Das heißt, du kannst noch auf einen ich kann noch, noch einen Ehrenpunkt machen, ja. Ja. Ich kann immerhin. Das nicht klar machen oder du ziehst mit mir gleich. Ja, tja. Mach ich dann. Kommt, Jungs. Auf geht's. Hört ihr mich, wir wollen den Ball ganz weit schießen. Ganz weit. Hier, Alex. Das ist, muss ich jetzt drin aufgehen. Das ist dein. Der war gut. Der war richtig stark. Der war besser. Junge. Ernst gut. Okay. Oh, der liegt echt, der liegt stark. Okay, ich mach direkt den Schuss, ja? Ja. Boah, noch besser. Nein! Ah! Nein! Scheiße. Eieiei, ei, ei. Auf das Tor habe ich gar nicht der geachtet. Der ist so drinne einfach. Gibt's nicht. Oh, der ist auch gut. Auch nicht schlecht. Ah, Mann. Wieso bin ich denn so? Ich glaube, der ist echt, ja. Boah, Alex hat richtig miese jetzt. Das ist der Nachteil vom Torriecher. Ja, ja, auf jetzt. Das wär suboptimal, sagt man im Fachkreisen. Das ist einfach Abfahrt. Nein! Boah. Der bleibt. Der ist nicht schlecht. Der kannst du liegen lassen da. Was sagt der Trickshot? Kurzer Lagebericht. Hä, was sagt ihr zum Trickshot, wenn ich wir den sehen jetzt... Hier, Netz sieht auch nicht so richtig gut aus. Guck mal, also was sagst du? Aus. Wenn ich den so nehme und hier rüber lupf. Mach. Oder du haust ihn halt nochmal ins Tor oder er rollt dir weg. Ja, ja, aber... Ja! Hat geklappt. Puh, das waren zwei nicht Schüsse gespart. Auch. Oh. Aber der bleibt zentral liegen, das war's. Ja. Der sitzt auf jeden Fall. Wir können hier direkt weitermachen. Einer ist ja noch ein bisschen weiter hinten. Und das ist auch in Ordnung. Oh, und der liegt sogar noch besser. Kein Problem. War locker. Boah, ich hab jetzt echt Angst gerade irgendwie vor dem. Lia, wenn du cool bist, machst du mit Hacke. 100 km/h. Lia, mit Hacke. Mach dem Innenverteidiger Ruf gerecht. Ich mache mit Hacke, ich versuch's. Ich werd's dann versuchen, tun. Was Cooles zu machen? Ja, versuch's. Nein, dann geht das schief. Nein, ich muss ja einen Punkt mindestens mitnehmen bei mir. Das ist an der Stelle auch... Ne, ich dachte schon, ne? Lia. Was sagt ihr? Winkelschuss gewonnen? Nee, ne? Doch, einmal würde ich sagen... Doch, einmal die Sache. Wenn du das Ding jetzt triffst, hast du das ganze Video gewonnen. Wenn du jetzt da rein triffst. Dann gehört dein Account mir, oder was? Nee, das nicht, dann hast du das Video gewonnen. Auf gar keinen Fall, ich bin gemein, komm. Boah, das war knapp, das wäre cool gewesen. Tja, ich kann das eigentlich nicht, das war vier Zufall. Danke. Vier Kontakte. Vier und zweimal drei. Schade. Tja, folgt erstmal SV Werder Bremen.
Werder Bremen ist der beste Verein der Welt, hat Lia gesagt. Gut, mal hier ein Auto sein. Wir meinten auch gerade, wir sollen das extra sagen. Ja. Das war's jetzt mit der Challenge. Nico, der stolze Gewinner, hat an allen drei Challenges performt. Kann man danke, nicht danke, anderes danke. Gegen sagen. Hat Spaß deswegen, gemacht. Um zu sehen, wie ich auch in den anderen Videos performt habe, bitte guckt euch an. Ich war wirklich besser in anderen Videos. Ja, checkt die anderen Kanäle ab. Empire, Nico Ball und Mr. Madani auf Instagram abchecken und nicht vergessen, ne, alle drei Kanäle abonnieren, auf Instagram reinfolgen. Schreibt in die Kommentare, wer wird der beste Spieler bei dieser EM und dazu dann noch euer Instagram-Kürzel, dass ich euch da anschreiben kann. Lasst noch unten, wenn es euch gefallen hat, Leute. Ich wünsche euch was. Habt ihr noch was zu sagen? Ja, lasst unbedingt Liebe für Lia. Ja. Der war wirklich gut in den anderen Challenges. Auch jetzt war er gut, aber ja. Wir haben jetzt, man muss auch sagen, wir haben jetzt die fünfte Challenge oder so aufgenommen, also fünfte Video. Deswegen, und der Junge ist auch noch angeschlagen, trotzdem hergekommen. Respekt. Uns, genau, angeschlagen, über 3 Stunden Zug gefahren. Ja. Also, hier, ganz viel Liebe lassen für Lia. Haben wir im Kasten.